Musst du meine Aufnahme crashen? Was ist das denn hier? Ich mach mein Ecoflow-Video. Du hast dir gesagt, ich soll das alleine machen. Und jetzt habe ich mir hier alles aufgebaut und mache mein Ecoflow-Powerstream-Video halt alleine. Runterhängen lassen und sonst knüttelst du die hoch. Das wäre die nächste Frage. Ich hatte eigentlich drei Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, warum sitze ich alleine? Die hat sich erklärt. Die zweite Frage, beziehungsweise das zweite Anliegen, ganz viele sagen wahrscheinlich, wieder so ein Powerstream-Video. Naja, müsst ihr jetzt durch. Die dritte Frage wäre, warum haben wir hier rosa Gardinen? Ja, ihr kennt Mädchenzimmer. Ihr kennt Johanna, ja. Da muss ich durch und das ist den einzigen Raum, den ich jetzt gefunden habe. Johannas Arbeitszimmer. Pink, Rosé. Naja, aber wir haben auch was Positives für euch. Wir haben diesmal einen 8% Ecoflow-Rabattcode. Ich lasse dich mal in Ruhe hier in deinem rosa Zimmer und ich Einkauf. Den konnte ich auf jeden Fall mit Ecoflow vereinbaren. Im Gegenzug muss ich jetzt nochmal ein Video machen über den Powerstream. Und dazu machen wir jetzt mal ein Fazitvideo. Ich fand das ganze Thema eigentlich doch noch mal relativ interessant. Daher dachte ich, okay, können wir mal machen. Dann fassen wir das ganze Thema nochmal wieder auf. Was ich jetzt gesehen habe, ist auch, dass einige andere YouTuber das gleiche Video machen. War wahrscheinlich auch abgesprochen. Aber naja gut, die Absprache ist da. Wir machen das jetzt einmal und daher laden wir das Video jetzt auch Donnerstag hoch. Für wen eignet sich der Powerstream? Für alle außer Johanna. Für alle außer Johanna. Oder für die, die eine autarke Hütte betreiben wollen, die eh schon eine Powerstation haben. Oder die einfach Spaß an der Sache haben, wollen eine Ausfallsicherheit zu Hause haben, falls mal irgendwo ein Ausfall herrscht, dass man immer noch ein Backup über die Powerstation hat. Das ist gerade just in time. Und da kommen wir auch schon zur App, denn man kann in der App nachher auswählen, ob man den Akku bevorzugen will oder halt ins Hausnetz einspeisen möchte. Aber wir gucken uns mal einmal an, was wir denn in den letzten Monaten hier an Ertrag reinbekommen haben. Wann haben wir das bekommen, Johanna? Im Juni war das, ne? Das heißt, so langs, also die Aufzeichnung, die müsste ab Juni circa da sein, wenn wir mal aufs Jahr gehen. Genau, Anfang Juni. Wir haben seit Juni 340 Kilowattstunden eingespeist, beziehungsweise an Ertrag reinbekommen. Das hat eine Ersparnis gebracht von 128,40 Euro. Naja, in den wenigen Monaten. Er rechnet das mal auf die längere Laufzeit hoch. Und wenn man eh schon eine Powerstation hat und kauft so einen Powerstream dazu, weil der Powerstream ist ja nicht teuer. Und es haben ja schon einige vorgemacht, man kann dann auch die Solarplatten vom Wohnmobil direkt über den Powerstream in die Station einspeisen oder direkt in die Powerstation einspeisen. Das macht das Ganze schon wieder interessant. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da sind wir übrigens auch noch dran. Bei uns haben wir aktuell übrigens eine Delta 2 Max dran mit einem Zusatzakku und insgesamt 4 kW. An guten Tagen bekommen wir die 4 kW auch voll. Und ja, ich finde die Lösung total interessant. Wie viele andere YouTuber schon gesagt haben, wünscht man sich auch eine Zeitsteuerung, dass man sagen kann, wenn wir hier einmal ins Menü gehen, ich zeige euch das mal eben. Man kann hier zum Beispiel sagen, wir wollen den Stromspeicher priorisieren. Das heißt, so würde dann der ganze Ertrag direkt in den Akku gehen. Und da hat Ecoflow mit einem Update nachgeholfen. Es war sonst so, wenn der Akku vollgeladen war, hat Ecoflow die Einspeisung gestoppt und Der Ertrag ist verpufft. Das ist jetzt mit einem Update behoben. Das heißt, wenn der Akku voll ist, geht es weiterhin mit voller Power das, was die Sonne gerade liefert, ins Hausnetz. Und das ist halt für die Leute interessant, die wirklich eine Backup-Lösung haben wollen, eine Notfalllösung haben wollen. Weil so, wenn wir jetzt nach diesem Schema verfahren, hätten wir 4 kW immer als Backup in der Garage stehen. Und wenn mal ein Blackout kommen sollte, haben wir ja noch eine Notstromversorgung. Ich glaube persönlich nicht daran, dass wir eine Backup oder einen Totalausfall bekommen. Wenn es so wäre, wir haben vorgesorgt. Allerdings haben wir immer die Stromversorgung priorisiert. Und hier würde ich mir wünschen, wie viele andere auch schon gesagt haben, man kann in der App ja einstellen, wie viel Strom man als Grundversorgung
einspeisen möchte. Hier habe ich jetzt 150 Watt eingegeben und hier wäre schön, wenn man halt auch noch Zeiten eingeben könnte. Wenn man zum Beispiel sagt, so morgens bin ich nicht zu Hause, da komme ich mit 150 Watt Verbrauch hin. Mittags bin ich zu Hause, gucke Fernseher und habe die Waschmaschine laufen, dass man dann die Grundversorgung irgendwie für ein paar Stunden hochstellen könnte. Das wäre ganz interessant und ganz schön. Allerdings ist das, glaube ich, nicht gewollt von EcoFlow, denn die haben diese Lösung über die Smart Plugs geschaffen. Und da muss ich sagen, die funktionieren super. Also wir haben die Smart Plugs zu Hause auch zwischen der Waschmaschine, zwischen dem Fernseher stecken. Und wenn dann in dem Moment die Waschmaschine eingeschaltet wird, erkennt der Smart Plug, wie viel Watt benötigt wird und dann nimmt sich dieser Smart Plug diesen Mehrverbrauch aus dem Wechselrichter bzw. aus der Powerstation. Und ja, der Wechselrichter ist begrenzt auf 600 Watt. Aktuell sind, glaube ich, sogar 800 voll freigegeben. Da müsste ich mal googeln, blende ich da ein. Und ja, die Smart Plugs ist halt, also das kenne ich so nicht, so ein System. Ich glaube, da ist EcoFlow der einzige Hersteller, der das hat. Und hier haben wir auch die beiden und die Smart Plugs drin. Wir haben einmal den TV-Schrank, die Waschmaschine und im Lager, da packe ich immer die E-Bikes dran. Das habe ich dann meistens auch immer. Dann schließe ich abends die E-Bikes an und vergesse die rauszuziehen. Und dann stelle ich hier im Smart Plug auch schon dieses geplante Ein-Ausschalten ein. Dann sage ich so, bis 22 Uhr sollen sie laden und dann sollen sie ausgehen. Oder ich gehe abends mal eben hin und klicke den dasselbe um. Diesen Smart Plug habe ich hier auf dem Tisch liegen, darum ist er nicht erreichbar. Aber hier bei der Waschmaschine könnte man ja zum Beispiel sagen, dass immer diese Stromversorgung um 22 Uhr gekappt ist. Oder man kann es halt manuell ein- und ausschalten. Und wie gesagt, dieser Mehrverbrauch wird immer wieder aus der Powerstation in das Netz gezogen. Das finde ich total interessant. Und ja, als Fazit zu dieser Powerstation gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also wenn man wirklich nichts von den Artikeln da hat, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man die teuren Powerstationen kaufen will. Wenn man die Powerstation hat, dann finde ich das wirklich total interessant. Und was ich ja noch als nächstes machen will, beziehungsweise wenn ich mal irgendwann dazu komme, wir sind ja eigentlich nur unterwegs, daher kommen wir da nicht so wirklich zu. Ich möchte gerne einmal die Einspeisung von den 2x400 Watt Solarplatten, die wir auf dem Dach haben, nehmen. Und ich möchte die Möglichkeit haben, das Fahrzeug direkt an einer Powerstation zu klemmen, um diese dann noch zusätzlich mit Strom zu versorgen. Allerdings habe ich mich da noch nicht viel mit beschäftigt, muss mal schauen, ob das überhaupt erlaubt ist und ja, ob man das darf. Technisch ist es auf jeden Fall möglich und finde ich total interessant. Warum soll man nicht die Sachen nutzen, die man dann auch zu Hause hat? Und ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch einen Powerstream mittlerweile nutzt oder schon gesehen habt. Ich kann euch beruhigen und Entwarnung geben. Die ganzen Wehwehchen, die Anfang des Jahres über kursiert haben, sind größtenteils behoben. In der ersten Zeit hatten wir mal, dass die Smart Plugs sich einfach mal neu gestartet haben. Das ist behoben. Dann hatten wir beim ersten Smart Plug so ein komisches Fiepen. Das habe ich zum Beispiel nicht gehört, aber Johanna hat das gehört. Und die hat immer wieder die Smart Plugs aus der Wand gerissen und erstmal zur Seite geschoben und gesagt, so, die kommen da nicht mehr rein. Wurden auch behoben, war wohl irgendwie was mit einer Wicklung, was dann angepasst wurde. Seitdem ist es auch ruhig. Und ja, wie gesagt, bei unserer Konstellation, da muss ich mal schauen. Genau, hier haben wir übrigens nochmal die ganzen Smart Plugs drin. Wir haben jetzt zwei hier gerade im Netz drin. Da wird auch immer direkt angezeigt, wie viel Watt da gerade verbraucht wird. Und so hat man nachher dann auch sogar eine Statistik, wie viel Watt man dann im Monat, im Jahr mit dem einzelnen Gerät verbraucht. Ist eine nette Spielerei. Aber auch interessant zu wissen, okay, welche Geräte wir brauchen, wie viel Strom und brauchen diese Geräte überhaupt oder müssen die Geräte auch wirklich so oft laufen? Also wenn jemand sparen will und alles mal ein bisschen auswerten möchte, kann es mit diesem System machen. Es ist hier in der App sogar eine neue Funktion reingekommen, Automatisierung, sehe ich jetzt auch gerade. Habe ich selber noch nicht gesehen. Mal gucken, ob man da bei Unwetter, Außentemperatur steigt über, keine Ahnung. Lassen wir mal weg, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich will hier keinen Quark erzählen. Ja, was haben wir denn hier noch zu sagen? Schaut euch gerne das Powerstream-Video an, was wir schon mal gemacht haben. Da sind etliche Funktionen erklärt. Ich muss sagen, vom Ertrag her, wir haben die Solarplatten jetzt nicht optimal ausgelegt, aber dafür kommt, also so wie die jetzt ausgelegt sind, kommt sehr viel an Ertrag rein. Das finde ich wirklich super. Und wir haben draußen jetzt wirklich Gümmelwetter und na gut, dementsprechend auch nur 62 Watt. Aber es ist heute schon einiges reingegangen. Der zweite Akku, genau, das wollte ich euch noch zeigen.
wurde auch gut geladen, also das ist fast immer synchron mit der Hauptpowerstation. Das heißt, ja, wir haben so gute 2 kW jetzt gerade im Speicher drin und 60 Watt kommen rein und 100 Watt werden aus der Akkustation rausgezogen, so wie die Grundversorgung mit 162 Watt sichergestellt. Genau, das wollte ich noch einmal zeigen. Wir haben hier einmal die Delta 2 Max und nochmal den Zusatzakku installiert und ja, so haben wir halt den Speicher noch im Überblick. So, das war es zur kurzen Vorstellung und als Fazit, wie gesagt, Powerstream, total interessantes Thema. Für mich ist es total ungewohnt, ein Video ohne Johanna zu machen. Es ist echt komisch, wenn man hier vor so einer Linse sitzt und soll denn da einfach mal irgendwas rein erzählen. Ich hoffe, ja, ich konnte das Video halbwegs rüberbringen mit den Informationen, die ich rüberbringen wollte. Und ja, ich bemühe mich mal, etwas öfter vor der Linse zu sprechen und mal schauen, ob das dann bei den nächsten Videos besser klappt. Vergesst auf jeden Fall nicht den Rabattcode, den wir bekommen haben, ganze 8%. Blenden wir nochmal hier ein und ja, wir können die EcoFlow-Produkte wirklich wärmstens empfehlen, das wisst ihr. Also es ist ein Anbieter, dem man vertrauen kann. Die Produkte sind top. Gerade die Powerstationen sind einwandfrei. Wir bekommen auch wirklich so oft Anfragen über Powerstationen, ob wir nicht eine Powerstation testen wollen. Da muss ich sagen, wir sagen immer alles ab. Wir haben einmal damals einen anderen Hersteller angenommen. Die Powerstation, die war ja nicht schlecht, muss ich sagen. Die hat auch das gemacht, was sie sollte. Die haben wir dann verlost. Sind aber irgendwie ja, bei EcoFlow hängen geblieben und wir nutzen die Produkte selber, finden sie super. Ich bin ehrlich, die Wave 2, die haben wir auch abgegeben, die nutzen wir nicht. Die ja, erfüllt leider nicht das, was sie soll. Allerdings die Glacier, da war ich erst total gegen, haben wir glaube ich auch schon mal im anderen Video erzählt. Da habe ich mich dann ein bisschen von EcoFlow überzeugen lassen und die haben gesagt, hier komm, die Kühltruhe, testet die auch nochmal und ich muss sagen, die Glacier, die kommt jetzt am kommenden Wochenende wieder zum Einsatz, wenn wir uns mit ein paar Bekannten treffen und ja, die Produkte einwandfrei. Also die Powerstation, die wir hier zu Hause haben, jetzt zum Winter hin, kommen wir mit unseren 150 Ampere nicht so wirklich aus. Also das haben wir jetzt am Wochenende wieder gemerkt, wenn es wirklich dunkel ist. Bis wir da aufgestockt haben, haben wir als Backup dann auch noch die Powerstation mit. Die nehmen wir dann hier vom Powerstream ab, packen sie ins Fahrzeug rein und haben dann nochmal eben 2 kW on top. Da können wir dann die Räder mitladen und dann ist auch sichergestellt, dass wir mit unserem Akku hinkommen. Und ich finde, das ist immer eine schöne Kombination, dass man halt diese mobile Lösung hat. Oder wenn man jetzt irgendwie im Garten anfängt, eine Hecke zu schneiden und hat eine elektrische Heckenschere, man nimmt einfach diese Delta 2, packt sie an die Hecke, steckt den Stecker ein und hat eine mobile Stromversorgung. Also ich finde das Thema total interessant. Es ist ein Batzen Geld, kann ich auch immer nur wieder sagen. Es ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Aber mit diesem Produkt, wenn man einmal so ein Produkt hat, da hat man, ja, was für die Ewigkeit wahrscheinlich nicht, aber etwas für die längere Zeit. Ja, und jetzt steinigt mich nicht in den Kommentaren. Johanna war gegen dieses Video. Ich habe es jetzt angenommen, weil mich das Thema interessiert, weil ich euch auf jeden Fall diese 8% Rabattcode geben wollte. Bestellt gerne über den Link. Ein bisschen Provision bekommen wir da auch, es ist nicht viel. Wenn wir einen Tank davon voll kriegen, sind wir gut zufrieden, freuen wir uns auch drüber. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob euch diese Videos gefallen. Ja, für uns ist es immer mal ein interessantes Thema, gerade für mich. Und ja, ich mache sowas gerne. Bis bald.